Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zurück zu Duke Nukem Forever. Ja, wir sind ja immer noch an der Ecke mit dem tollen brennenden Kran, mit dem wir irgendwas machen müssen. Wahrscheinlich irgendwie, wie dass sie irgendwie runterschwenken lassen, denke ich mir mal. Und da dann fast drauf, da liegt ein Fass drauf, zumindest hier steht ein Fass. Ein Schelm, der denkt, wir müssen die Fässer da drauf werfen. Wir probieren einfach mal. Und da hinten liegt irgendeine Waffe. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Das hat ja gerade ganz großartig funktioniert. Das war ja ganz toll. Ich glaube, einfach ist ein bisschen wenig. Mal gucken, ob wir irgendwo hin. Vor denen ist der abgehauen. So, das ist natürlich so einiges. Jetzt haben wir ja noch eine Hebebühne. Jetzt wird sie hier ganz verrückt. Die kann man doch bestimmt für irgendwas verwenden. Wir können fahren. This thing sucks. So, mit der Maus kann man die anscheinend wohl hoch und runter fahren. Nice. Können wir doch rüber jumpen? Ja, können wir. Schauen wir uns mal erstmal hier oben um. Schrumpfstrahler. Aber fast ist hier keins mehr. Schrumpfstrahler ist lustig. Was haben wir hier sonst noch als Waffe? Die Sword Travel. Ja, so, das Fass, das stellen wir mal hier ab. Und fahren wieder eine Runde. So. Gib mich mal das Fass. Das schmeißen wir mal auch noch das drauf. Du sagst es. Wo kriegen wir die few more her? Da ist noch eins. Ja, Hebebühne. Ein Hoch auf die Hebebühne. Na komm. Oh ja. Was sieht denn da für eine fette Bombe da oben? Runter. So. Was sieht denn da für eine dicke Wumme oben drauf? Ach so. Da geht mehr Wasser von unten viel krasser. Also von oben haben wir schon Überblick, ob wir noch irgendwo Fässer finden. So, unter uns steht auf alle Fälle eins. Da drüben liegt noch ein Rippler und noch ein paar anderes schönes Zeug. Rohrbomben. Da drüben liegen Rohrbomben. Sehr schön. So, brauchen wir auf alle gucken, ob das eine Fass reicht hier unten. Alter, das ist aber zu tief geworden. Ja, ich stelle mal wieder ab hier. Und fahren wieder ein Stück. Und doch nicht hoch. So, das Fass da drauf. Also ganz reicht's noch nicht, wir brauchen noch ein Fass. Da kommt was. Kommt da vielleicht das Fass, was wir brauchen? Fass, was wir brauchen. I wonder how many pork chops I can make out of you. Da versteckt sich doch einer. Mein Freund, so nicht. Ich
komm, mach auf. Na komm. Ich hab ja schon verwartet. Nicht die Hebebühne. Bist du denn des Wahnsinns? I don't dig on swine. Autsch. Ist das in Ordnung? Ganz ehrlich gefragt. Da steht das letzte Fass. Wer hätte das ge... Das ist doch mal ein Oberarm. Ein Bodybuilder wäre neidisch drauf. Auch ein Arnold Schwarzenegger wahrscheinlich. Ja, auch der. Aber egal, wir wollen ja das Fass. Ist das denn zu fassen? Ach du Scheiße, nicht so ein fettes Vieh. Muss das denn sein? Auch noch kein noch zwei davon. Als ob wir sonst nicht genug Probleme hätten. Kommt da zwei von den Dickerchen an. Jetzt können wir den Schrumpfstrahler gebrauchen. Jetzt könnte man echt den Schrumpfstrahler mehr als gut gebrauchen. Alter, der Schrumpfstrahler oben in der Ecke, gell? Wie kommen wir da jetzt hoch ohne Hebebühne? Scheiße. Ich muss hoch in die Ecke den Schrumpfstrahl holen, da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Für die dicken Viecher ist ja genau richtig. Ja, dafür brauche ich die Hebebühne. This thing sucks. Alter! Das wird scheiße. Boah, hätte ich nicht so... Oh Gott, ich krieg sonst nicht da, ne? Scheiße. Wir müssen versuchen, die so down zu kriegen. Das ist so ein Ding der Möglichkeit. Wollen wir so die ganzen verfickten Waffen wechseln? Shoot. Scheiße. Vom Feinsten. Oh, Alter, hier. Alter, gegen einen von der Sorte ist schon übel, aber zwei wird dann noch schlimmer. Schrumpfstrahler. This thing sucks. Da liegt er. Voll daneben. So, schon sind die Dicker schon kein Problem mehr. Ein Hoch auf den Schrumpfstrahler. Ja, der hat uns das Leben gerettet.
definitiv. Der Schrumpfstrahl hat uns gerade echt das Leben gerettet. Gibt noch irgendeine tolle Waffe? Jetzt komme ich ja nicht hoch. Ich will hier hoch. Ich will an die Waffe. Ich will an die Waffe. Jetzt komme ich nicht an die Waffe ran. Muss mich verarschen. Ich kann sich die ganze Zeit mit dem Schrumpfstrahl auch umrennen. Wir wissen, was da für eine Waffe liegt. Ne, ist das auch schön. Können wir sehr gut gebrauchen. So, ich hoffe, wenn wir den Schrumpfstrahler werden wir nicht mehr brauchen. Wenn wir nicht mehr so ganz oft brauchen. So, nur irgendwo hochklettern hier. Was haben wir hier noch? Nichts. Hier noch nach oben. Jetzt können wir auf den tollen Kran drauf springen. Yay. Können wir ganz geschmeidig rüberlaufen, die Rohrbäumchen mitnehmen. Und Muni für den Rippler, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt würde ich mal sagen, hier rauf, oder? Vielleicht auch nicht. Ne, hier durch den Tunnel sieht gut aus. Ach ja, wir haben ja Zeit, wir können hier ein bisschen langlaufen. So. Irgendwie wackelt hier alles, finde ich nicht in Ordnung. Nein, nein. Ein Gefrierstrahl, da kann man gestohlen bleiben, mal ganz ehrlich. Yay, yeah, The Clarifier Part 2. Wahnsinn, wir haben im ersten Part überlebt. Die Karte so, aber wir haben überlebt. Aber merkt euch, wenn ihr irgendwo einen Schrumpfstrahl und dann ihr habt und solche fetten Aliens auf euch zukommen, es ist wirklich die beste Variante, die down zu kriegen. Hat man ja gerade eben gesehen. Einfach schrumpfen, ein, zwei Mal drauf schießen und wechseln. So. Oh God! Oh God! They're everywhere! You gotta help me! Please save me! God. Danke fürs Tür aufmachen. Das ist übrigens ein Bein verloren. Das war beide. Ich höre sie doch, die Viecher. Wer schmeißt denn hier Granaten? Freunde? Ja, macht die Aliens kaputt, genau. Das war grad scheiße. Alter Junge. Die ganzen Granaten hergeflogen. Oh. Ein Okta. Halten die Viecher eigentlich drei Granaten aus, verfickte Scheiße. Irgendwas schmeißt uns hier Muni entgegen. Find ich sehr sozial. Weiter oben bestimmt. Wer ist noch so für ein Kollege?
bounce mal hier drüben überhaupt hin. Ach, auch hier. Bist du? So, von fast erschlagen. Ist doch nichts Schöneres. Steht in ihrer Todesakte. Oh, von fast erschlagen. Ja, lecker. Da, wie sie hier rumspringen, die Mistgeburt hier. Geht's nicht durch? Wieso geht's nicht durch? Ich will hier hoch. Lass mich hoch. So. Und diesen Checkpoint würde ich sagen, da auch gerade die Zeit ein bisschen drängt auf meiner Seite. Wird halt diesmal eine etwas kürzere Folge, Duke Nukem. Ja, aber wir hören uns dann dafür beim nächsten Mal vielleicht wieder mit einer etwas längeren Folge wieder. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.